Also ein holistischer Ansatz für die Rifle ist halt 3 bis 300. Hast diesmal sogar 13er Splits geschossen. Und alle drin. Are you ready? Ready? Stand by. But still have this increase. Because it's easy to go fast, but it's hard to pace yourself. That was the absolute maximum of your acceleration. Okay, let me look at this. Dead center, 113. So, und dann ist der erste Schuss drin. Wenn ich weiß, der erste Schuss ist drin, so, dann let it rip. Weil dann ist das dieser natural point of aim. Die Waffe kommt eh wieder zurück, sobald ich zu. Du musst einfach nur warten, bis er dort halt wieder in den Genau. Ist. Ja Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem weiteren Video. Heute ist ein sehr toller Tag, denn wir sind hier auf der Schießbahn. Und die, die Moritz seinen Kanal kennen, wissen, diese Schießbahn ist irgendwie im YouTube-deutschen Raum schon so ein bisschen bekannt. Und so nebenher freue ich mich sehr, heute hier zu sein. Wir bauen jetzt erstmal alles auf. Heute werden wir erstmal trainieren. Wir drehen nachher auch noch für Moritz auch ein Video. Aber wir werden auch einfach ein bisschen trainieren. Ich werde ein bisschen gucken, okay, was macht der anders als ich? Was kann ich auch von dem Typen lernen? Weil der macht den ganzen Scheiß schon ziemlich lang. Und von dem her legen wir jetzt mal los. Son. Cooles Teil, Alter. Also gespannt, was du zur Rifle sagst. Du wirst danach was zu sagen, okay. Welche Teile sind das? Wo kann ich die kaufen? Ich bestelle die jetzt. Wer bestellt die später? Ich bestelle die jetzt. Heute eingeladen habe, ist ein Freund von mir hat diese Targets gebaut. Okay. Das erste, worum wir uns heute beschäftigen, ist die linke Ecke, das ist der Handgun Standard. Der erste Teil, den wir jetzt machen, ist der Dot Drill. Danach sind diese beiden Rechtecke interessant. Das erste ist, wir machen aus der Position 3 auf den Beep vom Timer, bumm, ein Schuss ins X. Beim zweiten Schuss machen wir aus dem Holster auf den Beep, bumm, ein Schuss da rein. Danach, auch auf 3 Meter, ziehen wir aus dem Holster, machen wir 5 Schüsse da rein. Und danach können wir und für dieses Target suchen wir uns eine Distanz zwischen 3 und 3 Meter. Und das ist in direkter Korrelation, wie viele Punkte du erreichen kannst. 13. 3 und 13, Entschuldigung. Gut aufgepasst bei der Test. Und dann schießen wir 5 Schüsse ohne Zeitansatz da rein. Okay. So. Das Ding ist, sobald wir hier in Teil 2 sind, ist jeder Shot, der nicht im Target ist, egal wie schnell oder wie langsam du bist, in dem Moment, wo er dieses Target verlässt, ist die ganze Übung für dich gestorben und du bist durchgefallen. Mhm. Für den Druck. Das schießen wir jetzt als erstes mal kalt und dann schießen wir es am Ende noch mal warm und dann vergleichen wir die Scores. Stepper. Are you ready? Ready? Stepper. 0.71. Again, okay? Yes. Are you ready? Ready. Stand by. That's consistent. I like that. Was hast du? 7.9, oder? Ja. Immer so witzig, wenn du so alleine auf der Range trainierst, alles cool. Aber wenn du so 2 kompetitive Leute reintust, dann ist das Adrenalin richtig da. Das heißt, ich habe hier 6 von 10. Wir machen gerade noch parallel für Moritz seinen Kanal auf ein Video. Nicht wundern, dass ich da vieles auf Englisch sprechen werde, weil sein Kanal ja viel auf Englisch jetzt auch sein wird. Okay, so now we're going to do that as, again from the holster. 1.5. Yes. Surrender position is hard, man. Shooter ready. Stand by. 1.51.
Stepper! Is 1.35. Yeah, but okay. Oh shit. Since that is the cold start, alright? Yes. So this was bound to happen. But later at the day, once we finish the training, okay, this will mean it's the end of the exercise. Okay? So yes. Now you have your second try. That was a hit. Yes. And that's 1.31. So right. You were faster now, right? No. Yes. You were faster, but you hit. Yes. Okay, so just keep doing this. It's good. Stand by. That's 2.3. And they're all in the zone. Good job. Yes. Okay, pass auf. Wir nehmen beide ein Magazin, okay? 10 Schuss, okay? Und dann teilen wir einmal, wie viele Schüsse machst du in dieser Alpha-Zone? In der Zeit. Das würde mich einfach mal interessieren. Aus dem Draw. Ja, weil ich war halt hier so extrem langsam. Ich habe nämlich immer das Problem, Folgeschüsse fand ich immer schon schwierig. Mein ganzes Leben war gut. Also, dann Hufeisen aufbiegen, Hufeisen zubiegen etc. Ich habe das Hufeisen immer aufgebogen. Jetzt, wenn ich mich einfach auf den Lat konzentriere, dann habe ich diesen Natural Zero habe ich wieder. Aber ich finde zum Beispiel, solange der erste Schuss drin ist, dann finde ich es eigentlich easy. Ich finde, das größte Inconsistency-Problem ist eigentlich der Draw. So, und dann ist der erste Schuss drin. Wenn ich weiß, der erste Schuss ist drin, mache ich zu und dann let it rip. Die Waffe kommt eh wieder zurück, sobald ich zumache. Du musst einfach nur warten, bis er dort halt wieder in den genau. Punkt ist. So. Ja, stimmt, der erste Schuss ist eigentlich. Deswegen war der auch drüber, weil der Split zu schnell war. Dort war ich durch, nicht unten. Ich habe abgedrückt ja. Und der nächste wieder drin. Deswegen, die Gruppe hat gepasst, nur einer war viel zu hoch. Das heißt einfach... Overpaced einfach. Ja. Okay, lass uns einmal ein Magazin, 10 Schuss. Aber aus dem Holster, oder was? Ja. Okay. So. Also mich interessiert eigentlich... Der Draw schon, aber mich interessieren halt auch so, wie sind meine Splitzeiten im Vergleich zu deinen, weil du hast es ja ziemlich down, dieses. Are you ready? Yes. Step by. Drei, fünf, fünf. Du hast das Doppelte an Schüssen geschossen, was ich vorhin geschossen hatte in der Zeit. Okay. Aber Grip war scheiße. Ja, ja, hat man auch gemerkt. Ja, wir sind ja alle drin trotzdem. Eh. Shooter ready. Okay. Standby. Na, eine Sekunde länger als du. Aber ich habe auch am Anfang langsam gemacht und habe mich dann reingepaced. Du hast einen Acceleration Drill gemacht. Ja. Darf ich mal mit deiner Kanone schießen? Okay, ich schieße mit deiner. Also ist direkt schwerer, die Gun. Okay. Standby. Alter Schwede, das kannst du nicht machen, das kann sich bringen. Okay, das ist easy. Ist okay, oder? Krank. Tut mir leid. Das ist unfair. 2.500 Euro. Schieß mal mit dem anderen. Okay. Shooter ready. Ja. Stand by. Alter. Raus. Aber trotzdem nicht schlecht. Du warst schneller wie vorhin. 4-0. 4-0 und 4. Ja, weil jetzt habe ich ja nichts zu verlieren. Ich habe noch nie in meinem Leben eine 19er geschossen. Und dann gleich eine Roll-In Special. Das ist aber schon sehr, sehr cool, muss ich sagen. Das ist sehr, ein sehr guter Vibe. Aber man muss den Trigger ziemlich lange kommen lassen. Der Trigger ist... Ich habe ziemlich oft... Ist Tim Ney. Hui. Einen rausgeschmissen. Große Punkt hier, ne? So. Kurz mal so eine Faust dazwischen halten, um mal die Relation zu halten, ne? So. Das ist ein sehr, sehr schöner Bild. Wirklich. Okay, machen wir kurz Pause. Das haben wir gemacht. Ready. That's center. 113. Whoa! Awesome. So I want you to find a pace that is slow and getting faster. It's going to be 15, 15, and 15. Okay? 6 meter.
den Drill, den wir jetzt schießen, den Acceleration Drill, das ist so eigentlich einer der Drills, die mir persönlich am meisten geholfen haben, wirklich einen besseren Grip auf der Waffe wirklich zu bekommen. Und bei dem merke ich dann immer am Anfang, okay, man fängt an zu schießen, die Hitze sind drinnen, man wird schneller, man wird schneller, man wird schneller. Und auf einmal merkt man, dass man selber die Waffe härter greift und auf einmal wird der Rückstoß weniger. Man schießt natürlich da relativ viel bei der Übung, aber andererseits finde ich den Benefit, den man daraus bekommt, sehr, sehr gut. Are you ready? Ready. Stand by. So it's actually 17 shots in 9.35. Okay. Come over. This is a beautiful group. Look, this is the size of my fist. Now we know what you can do. Yep. Now I want to see, can you start slowly? Slower okay. than you usually okay. shoot. Okay. And then accelerate. Du hast einfach ein endlos Bilddrill daraus gemacht. Du hast einfach gesagt, okay, ich mache ein 70 Schuss Bilddrill. Nein, ich dachte, ich kann es noch schneller pushen und dachte, was du vorher gesagt hast, ich will keine Hits, keine Misses haben. Okay, gut. Okay. Look, that's a great grouping, okay? Those were the last two shots. What we're going to do is we are going to start in the middle of the speed and then we're just going to take it as fast as we can take it. So that's 15 shots and under five. 15 and under five. This was the last one, or the second to last. Mm-hmm. Okay, so this is that was the absolute maximum of your acceleration. Okay, let me look at this. This is, dude, it's 50. Your best split was a 0.17. That is a fast split. All right. Wir haben jetzt eigentlich schon alles durchgeschossen, das ganze Training. Und jetzt muss ich einmal noch diesen Handgun Standard schießen, den ich am Anfang geschossen habe. Bin jetzt sehr, sehr gespannt. Okay. 1.42. 1.42. Twice. Okay. Huh? That is consistency. Ready? Stand by. Nice. Once more. Are you ready? Ready? Stand by. 2.85, but the slower one counts. Also, wir haben jetzt gerade den Handgun Skill Test fertig, die Standards. Das war echt ganz gut, ich habe mich echt nochmal konzentriert und das Ergebnis ist auch gut. Ich habe weniger Risiko gefahren wie beim ersten Run. Du wirst bei sowas halt immer abgestraft, wenn du weniger Risiko fährst. Aber es war eigentlich ganz okay. Simons größtes Problem war, ich will noch schneller. Nein, er hat es großartig gemacht. Aber wenn du halt weißt, du kannst einen rausschmeißen, dann kannst du halt viel mehr Risiko fahren. Wenn du weißt, du darfst keinen einzigen Richtig. Rausfahren, dann musst du halt den Pace runtergehen. Ich habe den Handgun Standard ja nicht gebaut. Aber ich glaube, das ist ein Stück weit zu der richtigen Einschätzung deiner Skills und meiner Skills dazu gehört. Okay, wo bin ich konsistent? Nice. Wir haben jetzt relativ viel Pistole geschossen bis jetzt. Jetzt gehen wir ein bisschen über, dass wir anfangen auch mit den Rifles zu schießen. Genau, wir hatten ja gestern darüber gesprochen, 10-5er oder 10-3er sind einfach snappy zu schießen. Mit dem Warcorp und dem hydraulischen Buffer musst du das jetzt einmal testen. Okay. Das ist überzeugend. Danke. Aber der Recoil ist minimal. Ich schieß mal kurz im Vergleich mal meine, wer es okay. interessieren wird. Ja, merkt man. Aber ist gassy as fuck, Alter. Mit dem Suppressor auf alle Fälle. So, aber der Rest war sehr stabil. Das war voll meine Gruppe. Ich probiere nochmal den Run. Boric ist sehr gut. Extrem cool. Gassy? Ja, nur er. Thank you.
Alter Schwede. Krank. Okay. 10er Magazine haben nochmal das ganze Game verändert. Ist einfach. Es ist halt echt ein Drittel der Magazinkapazität. Weißt du, wenn du denkst, du hast einen Loadout mit 6 Magazinen. Ja. Rechte das mal aus, mit 60 Schuss, das sind 2 Magazine. Oh,